Bei einer Objektivklasse gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Manche lieben es, andere hassen es. Das Superzoom-Objektiv. Was ist dran? Ist es ein Objektiv, was man sich kaufen sollte oder wo man lieber die Finger davon lassen sollte? Das klären wir heute mal im Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Bildner TV Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Ich bin der Tobi und ich möchte mit euch heute mal über eine Objektivklasse sprechen, nämlich die Superzoom-Objektive. Bevor wir richtig in das Video einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ein neues Buch von Thilo Gockel, was hier im Bildner Verlag erschienen ist. Das heißt, die neue Fotoschule von den Grundlagen zur Fotopraxis. Und in diesem Buch hat der Thilo einmal alles zusammengefasst, was wichtig ist, wenn man in die Fotografie einsteigen möchte. Man hat hier die Grundlagen vom Licht über die Optik bis hin zur Kameratechnik, was eine digitale Dunkelkammer ist, sprich wie man die RAW-Aufnahmen richtig entwickeln kann. Dann gibt es aber auch Praxissachen und ähnliches. Also hier ist jede Menge dabei, was für jeden Anfänger und Fortgeschrittenen was sein sollte. Jetzt rein ins Video. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Objektiven. Es gibt Zoom-Objektive und es gibt Festbrennweiten. Wie der Name schon sagt, Festbrennweite hat eine Brennweite, beispielsweise ein 50er, beispielsweise ein 85er, viele andere. Oder es ist ein Zoom-Objektiv, das heißt, ihr habt eine variable Brennweite. Beispielsweise hier, das ist ein 55 bis 210. Manchmal mit Innenzoom, manchmal mit Außenzoom, aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Und da hat man beispielsweise, wenn man dann hier sagen möchte, okay, ich möchte jetzt von Weitwinkel bis normalen Telebereich alles abdecken, ist so die heilige Dreifaltigkeit. An Vollformat würde man sagen 16 bis 35, 24, 70 und ein 70 bis 200. An APS-C jetzt hier beispielsweise könnte man sagen, man nimmt ein 11 bis 18, man nimmt ein 16 bis 35 und an Top dann noch ein 55 bis 210 und hat mit diesen drei Objektiven dann alles abgedeckt. Muss natürlich dann auch immer drei Objektive mithaben, muss dann entsprechend die Objektive immer wechseln. Nicht alles ist so klein und kompakt, weil gerade hier das 16 bis 50 ist natürlich exorbitant klein. Ist jetzt nicht gerade ein sehr gutes Beispiel seiner Zunft. Normalerweise sind auch die Objektive ein bisschen größer. Ich wollte es nur im APS-C-Bereich halten, weil auch das Superzoom-Objektiv, was ich hier habe, ist ebenfalls APS-C, dass er so ein bisschen einen Überblick hat. Was ist denn jetzt aber ein Superzoom? Naja, das fasst diese drei Brennweiten quasi zusammen. Beziehungsweise im konkreten Fall passt es eigentlich nur zwei Brennweiten zusammen, weil das, was ich jetzt hier habe, geht bei 18 mm los. Das ist ein 18 bis 300. Das heißt, wir können von 18 mm, was ziemlich weitwinklig ist an APS-C, bis hin zu 300 mm, was dann ein sehr, sehr starkes Tele ist, alles abdecken. Gewöhnliche Brennweiten sind beispielsweise ein Vollformat dann 24 bis 200 oder ein 18 bis 200, sowas in der Drehe, variiert immer so ein bisschen von Hersteller zu Hersteller. Die versuchen halt einfach diese Objektive alles so ein bisschen in einem zu vereinen. Das Problem, was diese Objektive haben, dass sie sehr vorurteilbehaftet sind. Denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, sage ich mal, oder eigentlich die Tatsache, dass diese Objektive nicht so gut sind. Sie sind nicht so stark, also rein schärfentechnisch nicht so stark, sie haben nicht so eine tolle Offenblende und sind insgesamt eher so, ja, für den super, super, super Amateur, für den Hobbyfotograf, der einfach zu faul ist, Objektive zu wechseln. Und das ist so ein bisschen das, was sich hält. Weil so waren die Objektive tatsächlich. Bis vor 10, 15, 20 Jahren war das die Regel. Da waren diese Objektive nicht so, dass man sagt, okay, es ist gut, man kann es tatsächlich empfehlen. Aber was ist denn heutzutage noch an den Vorurteilen dran? Ich kann natürlich nicht für alle Super-Zoom-Objektive sprechen, die auf dem Markt sind, denn ich habe erst zwei getestet. Ich habe von Tamron das 18 bis 300 getestet und das 24 bis 200. Und ich muss sagen, das Ganze hat sich halt deutlich weiterentwickelt. Die Technik ist besser geworden und das merkt man bei diesen Objektiven halt ganz, ganz stark. Sie sind nicht mehr diese billigen kleinen Objektive, die man eigentlich niemandem wirklich zumuten kann, sondern sie haben sich halt wirklich gemausert. Also sie sind zu einer sehr, sehr guten Alternative geworden. Und ich persönlich nutze beispielsweise hier das 18 bis 300 auch sehr, sehr gerne. Ich habe es bei mir auf dem Kanal als Hauptobjektiv quasi, wenn ich dort Videos mache oder ähnliches, wo ich dann praktisch unterwegs bin, nutze ich sehr, sehr viel dieses Objektiv. Aber auch wenn ich privat unterwegs bin, dann habe ich meistens die Sony A7 III mit einem Weitwinkelobjektiv, meistens dem 16 bis 35 und auf der anderen Seite die A6400 als APS-C-Kamera mit dem 18 bis 300. Und dann bin ich super variabel aufgestellt. Natürlich ist das Objektiv mit einer Offenblende von, ich weiß gar nicht, was es hat, f3.5 bis 6.3, ist es natürlich nicht super. Super. Aber hier zum Beispiel als APS-C, klein günstig, das 55 bis 210 hat 4.5 bis 6.3. Hat dieselbe Offenblende am langen Ende und ich komme hier noch länger. Also Win-Win sozusagen in diesem Bereich. Schärfentechnisch, super, richtig toll.
Also natürlich, eine Festbrennweite kann hier und da, wenn man was sich auf der 100%-Ansicht anschaut, nochmal einen Tick besser sein, nochmal einen Tick schärfer sein, alles nochmal ein bisschen schöner sein. Aber wir reden über ein Zoom-Objektiv und man merkt es nicht. Also wenn man sich die Bilder normal anschaut, dann ist man hier super, super zufrieden damit. Man kann hier richtig, richtig tolle Ergebnisse erzielen. Und das ist halt wirklich richtig, richtig gut. Natürlich, mit der Offenblende muss man schauen, wenn man jetzt viel im Lowlight-Bereich unterwegs ist oder ähnlichem, gerade am APS-C-Sensor, muss man dann schauen, ob das wirklich die richtige Wahl ist. Aber für normal, für Reisefotografie oder ähnliches im Hobbybereich, im Amateurbereich, super. Absolut super. Gerade auf Reisen, toll. Da kommt man mit zwei Objektiven, beispielsweise halt hier, dann dem 11 bis 18 und dem Objektiv kommt man super, super hin. Kann man alles fotografieren, kann man alles mit abdecken. Entweder man hat halt zwei Kameras oder man wechselt dann zwischen diesen beiden Objektiven. Allzu häufig wird man aber nicht wechseln müssen. In aller Regel sind die 18 mm ausreichend. Und damit finde ich persönlich, sind Super-Zoom-Objektive heutzutage eine echte Alternative zur klassischen Dreifaltigkeit quasi an Objektiven. Je nachdem, was es für ein Objektiv ist, werdet ihr immer noch zwei mitnehmen müssen. Je nachdem, wie ihr auch fotografiert. Aber man kann halt hier für verhältnismäßig wenig Geld sehr viel Brennweite bekommen und sehr, sehr tolle Bilder bekommen. Und hier an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis für das Buch vom Thilo. Der hat ja dieses wunderschöne Buch geschrieben, wo man mal in die Fotografie richtig reinkommen kann. Und was das Schöne ist, er hat hier hinten dran auch so ein paar Fragen, womit man sich einfach mal selber überprüfen kann. Hat jetzt weniger was von dem klassischen Test, auch wenn es hier erstmal sehr, sehr stark danach aussieht. Aber da kann man sich halt einfach mal drüber Gedanken machen. Beispielsweise gibt es hier auch eine Frage, wie denn ein Superzoom mit 18 bis 270 mm, was für Vollformat gedacht ist, an APS-C wirkt. Das kann man sich dann entsprechend mal ausrechnen. Ihr könnt es ja selber mal machen. Finde ich aber sehr, sehr schön, dass er auch sowas mit reingebracht hat, um einfach das Verständnis nochmal zu überprüfen. Was ist denn eure Meinung zum Thema Super-Zoom-Objektive? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Positiver Nebeneffekt unter allen, die hier auf dem Kanal kommentieren, Verlust der Bildner Verlag. Einmal pro Woche ein Buch aus dem Hause des Bildner Verlag, vielleicht auch hier das Buch vom Thilo. Aber was ist eure Meinung dazu? Nutzt ihr Super-Zoom-Objektive oder sagt ihr eher so, lieber nicht? Und wenn ihr schon mal welche genutzt habt, habt ihr eher aktuelle genutzt, habt ihr eher ältere genutzt? Das macht, wie gesagt, einen Unterschied. Wenn ihr es euch nicht so richtig vorstellen könnt, gerne mal ein neueres ausleihen und dann selber mal ein Bild davon machen, wie gut die Objektive mittlerweile sind. Und wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, diese Objektive können halt eine echte Alternative sein. Und deswegen nutze ich es halt auch auf dem Kanal, um zu zeigen, dass es nicht immer das größte, teuerste, neueste, beste Equipment sein muss, sondern es manchmal auch etwas verhältnismäßig Günstiges tut oder etwas Kleineres und nicht immer die F2.8er Festbrennweite sein muss oder die F2.8er Zoom und die F1.2er Festbrennweite. Aber wie gesagt, was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns sehr, sehr gerne mal drüber austauschen. Da könnt ihr auch gerne Wünsche, Kritiken, Videovorschläge oder ähnliches unten reinschreiben. Werde ich mir alle durchlesen und dann kriegen wir das hier sicherlich das eine oder andere mit realisiert. Ich bin mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.